1, 2, 3, fuck it. Jo Leute, was geht ab? Ö am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seid schon am Titel. Im heutigen Video steht mal was ganz Besonderes an, denn wir fahren heute einfach zum Nürburgring. Aber das Ganze nicht alleine, Freunde, denn Stani ist auch noch mit dabei. Also ich werde generell mit dem Audi R8 fahren, mit dem Ford Mustang werde ich fahren. Stani halt mit dem Lamborghini Huracan STO und dann kommt sogar noch ein Kollege, der Daniel, mit seinem BMW M4, Freunde. Und ihr glaubt mir gar nicht, wie Bock ich auf diesen Tag habe, Freunde. Die Autos sind beide ready, Freunde, der Mustang und auch der R8. Ich muss sogar einfach einen Helm mitnehmen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir ohne Helm da fahren dürfen, aber wir nehmen einen mit, Freunde, Sicherheit geht vor. Und ich sag euch ehrlich, heute wird so brutal, Freunde. Das Ding ist ja geboren zum Driften, Freunde. Jeder, der es nicht weiß, so diese ganzen amerikanischen Autos, das Ding ist halt ein Heckantriebler, Freunde, und das ballert halt alles auseinander. Wobei ich auch sagen muss, der 8 ist ja auch Heckantrieb von mir. Aber ich glaube, im Endeffekt wird es trotzdem besser mit dem Mustang gehen. Die Besonderheit heute ist nämlich, Freunde, wir fahren, bevor wir auf den normalen Nürburgring fahren, erstmal zum Driftpark. Das ist quasi eine extra abgesperrte Strecke, die nur wir privat jetzt erstmal bekommen, also wir mit den 4 Autos. Da wird eine Person sein, die uns so alles ein bisschen zeigt und uns das ein bisschen beibringt. Und dann werden wir den ganzen Tag nur driften mit einem Lamborghini und einem Audi 8 und einem Bus. Ey, Freunde, ich komme nicht drauf klar. Ich hoffe wirklich, die Autos bleiben heile, Freunde. Da ist halt sehr, sehr viel Platz, aber wenn man außen driftet, da stehen halt Laternen und so. Das heißt, wenn man einen kleinen Fehler macht, kann es sein, dass die Autos Ciao machen. Und Freunde, was wir auch noch machen wollen, ist ein Rennen fahren. Stanis Lambo gegen mein Audi 8, Freunde. Das wird auch so krass. Wichtig, natürlich auf abgesperrter Strecke. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum. Viel Spaß mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir starten rein und let's go. Okay, Freunde, wir sind jetzt angekommen beim Fahrsicherheitszentrum. Ihr seht schon, da hinten ist gerade schon Stani im Lambo. Der fährt jetzt erstmal hier durch. Hier werden wir jetzt gleich Slalom fahren. Ihr seht hier ganz vorne ist so eine Rüttelplatte. Wenn man da quasi runterfährt, wird das Auto so ein Schleudern gebracht. Aber jetzt müssen wir gerade einfach nur gerade da durchfahren. Und ich kann schon gar nicht. Freunde, man rutscht so schnell. Das ist so krass. Und jetzt bin ich gespannt, Freunde. First Try von Stani. Wir haben heute generell das ganze Fahrsicherheitszentrum nur für uns alleine. Es ist wirklich so brutal an der Stelle. Geht wirklich mal ein riesen Dankeschön raus ans Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring, Freunde. Richtig geil. Wir haben den Michael hier hinten noch am Start, Freunde. Ihr werdet ihn gleich noch sehen, der uns heute Instructions und alles gibt. Aber okay, wir labern nicht. Jetzt erstmal Stani. First Try. Er muss so schnell wie es geht, ohne Rutschen dadurch. Da. Und? Junge, der fährt ja übel lahm. Ja, und tschö. Oha. Na gut. Freunde, es wird ein brutaler Tag. Ich habe übelst Bock. Wir werden am Ende auch noch auf so einem kleinen Kreisel probieren, so Runden zu driften und alles. Ihr kennt es sogar noch von damals. Wir waren ja zusammen mit iCrimex hier. Ich glaube, da hinten haben wir so ein Straßenrennen noch gedreht. Werden wir heute komplett auch alles machen. Deswegen lasst schon mal einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir starten rein und let's go. Und ich muss heute besser sein als Stani. Wichtig. Okay, Freunde, ich fahre jetzt das allererste Mal mit dem Lamborghini, Freunde, von Standard Skill. Wir fahren jetzt quasi da runter und müssen wieder so ein bisschen driften. Ihr seht schon, der Mustang. Junge, das ist so asozial. Ja, oh, rein, Bruder. Stani fährt gerade im BMW M4, Freunde. Jo. Ich würde mal sagen, der Mustang ist der lauteste hier. Stani im M4, mein Schwiegerpapa im R8, Freunde. Und wie gesagt, wir ziehen jetzt eine Runde im STO, Junge, zusammen mit Luke. Was geht ab? Oh shit, Freunde, das allererste Mal. Aber seid mal ehrlich, schreibt in die Kommentare, was gibt's krasseres? Absolut brutales Wetter, Freunde. Wir haben hier gleich noch den Kreisel vor uns. Hier driften wir dann einmal so im Kreis. Ey, Freunde, ich bin so gehypt, wirklich. Alle Autos hier sind am Start, jeder hat Spaß. Und Freunde, Junge, hier steht einfach Fortnite drauf. Stani, der hat einfach Fortnite auf seinem Lambo stehen, Bro. Geisteskrank, aber let's go. Okay, Freunde, dann das allererste Mal jetzt im Lambo. Abfahrt. Jetzt sagen wir, wie ihr, wenn er jetzt 3, 2, 1. Geil, gibt's keine Probleme, aber... Oh!
Hamburg geht's auch bis hinten raus. Da geht's auch raus, Junge. Okay, Freunde, Versuch Nummer 2. Der erste war gerade schon so crispy hier, Junge. Okay, Stani fährt gerade vor uns, wenn wir nach vorne. Ja, dann muss man schon lang. Stani, immer 4, okay. Performt er oder nicht? Ja, okay, der sieht clean aus. Das Ding ist, ich finde so in der Kamera gerade, Freunde, das sieht so unspektakulär aus, aber glaub mir, es ist einfach krass. Aber okay, seht zu, jetzt. Der Lambo-Meister, Digga. Ich hoffe, ich freck die Karre nicht. Wow, wir trennen uns! Hallo. Moin. Ja, Stani, ne? Bisschen Gas geben hier. Shit. Könnte man meinen, dass wir so gewollt? Nee. Okay, Freunde, nächste Runde im Lambo. Okay. Bruder. Clean, Junge! Das war clean, Junge. She asked what I really do, girl, I'll tell y'all about it. Test I slide in silk and toes, don't even ride exotic. Only look for blues and clothes, press go. Okay, Freunde, wir fahren jetzt rauf mit dem R8 und müssen jetzt probieren, hier so eine Kurve zu driften. Okay, bist du bereit? Dann. Bruder! Aber, easy. Boah, Junge! Okay, Stani ist jetzt dran. Okay, schnell gucken, ob er es auch hinkriegt. Oder ob er sich dreht. Boah, clean! Digga! Nicht schlecht. Ey, ich liebe es zu driften, ne? Ist das eine kranke Scheiße? Okay, nochmal drauf, Freunde. Auf die Kleberstrecke. Easy, Bruder. Man lebt. Junge, einhändig, okay. Das ist schon mal strong. Aber ich würde sagen, so langsam können wir wieder zum Kreisel fahren. Okay, Freunde, nachdem wir jetzt die ganzen Basics gemacht haben, geht's jetzt endlich zum Driftkreisel. Junge, das ist so brutal. Dieser komplette Kreisel ist quasi wie als wäre Schnee. Heißt, wenn du da drauf fährst und einmal kurz Gas gibst, du gehst direkt flöten mit dem Auto. Und jetzt, Freunde, der Mustang. Junge, das Ding ist so eine Maschine. Mit dem musst du nicht mal Gas geben, du musst einfach nur lenken und der bricht sofort aus. Ist halt ein amerikanisches Auto. Aber ich sag euch ehrlich, das macht so viel Spaß, Freunde. Ich bin eben auch noch mit dem M4 einmal gefahren und mit Stanis Lambo, habt ihr gerade schon gesehen. Es ist so geil und ich werde hier gleich auch mal mit dem Lambo fahren. Und dann bin ich absolut gespannt, was passiert. Und Freunde, Stani auch schon ready. Ich will jetzt eine Runde sehen, ne? Komplett. Ja, jetzt kommt eine richtig krasse Runde. Digga, let's go. Okay, Freunde, jetzt will ich was sehen. Let's go. Ja! Bro! Das Ding ist, Leute, ihr seht schon, man schleudert so schnell hin und her und das sieht eigentlich so leicht aus, aber ich schwör's euch, wenn ihr im Auto sitzt und selber fahrt, es ist echt schwierig. Also das muss man echt erstmal hinbekommen. Man sieht immer auf YouTube so diese ganzen Rennfahrer und so, wie die hier so 10-mal im Kreisel fahren und so ohne Probleme. Aber, oha. Oha, clean. Digga. Okay, aber der war schon nicht schlecht, Freunde. Auf der anderen Seite, aber genau deshalb sind wir heute hier, Freunde, um das Ganze zu üben. Und ich bin jetzt der Nächste, der dran ist. Die Jungs warten schon, deswegen ich beeil mich. Freunde, einfach fast eine ganze Runde geschafft. Okay, ich komme gerade gar nicht drauf klar. Aber jetzt nochmal POV von innen und Stani ist gerade auch wieder am Fahren. Und okay, mal gucken, was jetzt geht.
Er hat eben auch schon fast eine Runde geschafft. Aber guck mal, sieht bei allen von uns jetzt schon echt besser. Boah, Bruder! Okay, der ist clean. Der war clean. Der war sehr, sehr clean. Aber Freunde, wir müssen nachlegen, deswegen. Let's go, der Hase. Ich brauch Musik, sonst geht's nicht. Okay, okay, okay. Du bist nicht angeschnallt, egal. Also hier ist egal, Freunde. Ja, ne? Ich wollte mich nur kurz drehen und andersrum fahren, keine Sorge. Okay, let's go. Junge, es ist so schwierig. Manchmal ist es hart rutschig und dann wieder gar nicht. Schade, das ist mir nicht egal, ob wir rutschigen Schlechter hinfahren. Das ist doch schade. Ja. Egal! Junge! Yes, I, out of eyes, trying to put me on a T-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be my, it might be my, yeah. Okay, Freunde, jetzt geht's an den Next Step und ich habe gerade so Schiss. Ich habe es ja eben schon gesagt, in der Mitte ist quasi wie Schnee und außen ist wirklich wie ganz normale Straße mit ein bisschen Regen. Und wir fangen jetzt an, halt außen zu fahren. Das heißt, Stani fährt zum Beispiel jetzt gerade auch außen. Man muss erstmal richtig schnell werden. Ich tippe mal so auf, wie schnell fährt man da? 40, 50? Ja. Ja, 40, 50 und dann geht man in den Drift. Und wenn man aber außen irgendwas verkackt, fliegt man direkt in den Graben oder gegen eine Laterne oder sowas, Freunde. Und boah, Junge, ich habe da so Respekt vor. Aber hier seht ihr mal, wie das aussieht. Hier kommt überall Wasser hoch. Und Stani. Oh, clean, Digga. Krank. Freunde, ich habe wirklich so Eierflattern. Ich kann es euch gar nicht erklären. Guckt es euch an. Man fliegt hier jede Sekunde immer wieder kurz raus. Aber es macht so unglaublich Spaß. Das ist wirklich Wahnsinn. Okay, mein Schwiegerpapa hier wieder muss sagen. Freunde, ich bete, dass heute der R8 einfach heil bleibt. Ey, Bro, das sah gerade Real Talk. Schon eine halbe Runde sah schon brutal aus. Ja, eine Runde war top. Digga, das war schon sehr, sehr wild. Okay, Freunde, an die ganzen OGs von euch, die sich noch dran erinnern. Diese Strecke hier. Hier war ich damals mit iCrimex zusammen und wir haben den S63 von Max gegen den AMG GTR, quasi in den Track Race haben wir halt gegeneinander gemacht. Und Freunde, heute wird es legendär. Stanis Lambo gegen meinen Audi R8, Freunde. Wir beide werden jetzt einen Track Race machen. Ihr seht schon, hier geht die Strecke jetzt einmal bis da oben. Wir ziehen nicht komplett durch, aber wir werden schon am Anfang einmal komplett Launch Control machen. So, Freunde, so sieht das Ganze von hinten aus. Ich sag euch ehrlich. Digga! Ey, das ist ja so asozial. Das ist so asozial. Freunde, Wahnsinn. So, aber guck mal alleine, wie die Autos aussehen. Dadurch, dass sie die ganze Zeit so Kalkwasser und sowas haben. Ach du Heiliger. Aber gut, Freunde, hier werden wir jetzt einmal hochzischen und ich würde sagen, drück mir die Daumen. Let's go. Digga. Okay, Freunde, alle stehen bereit. Dann würde ich sagen, wir starten rein und alles ready, okay. Ihr seht es jetzt von außen. Let's go, drückt mir die Daumen. 3, 2, 1, go! Gleichstand, what the fuck? Weißt du, wie es geht? Nee. Okay, Freunde, wir haben ein Problem. Stani kriegt den Launch Control nicht hin, den ich hinkrieg. Ich sag dir ehrlich, normalerweise dein Auto zieht mein Auto ganz easy weg. Aber wir haben keine Ahnung, wie Launch Control. Freunde, wir wissen es absolut nicht. Aber alleine, dass du ohne Launch Control 1:1 mithältst mit Launch Control bei mir. Bro, Launch Control verändert nochmal alles. Ja, das wollen wir. Shit. Aber sollen wir noch einmal? Ja, komm, wir machen noch. Okay, mal. Einmal machen wir noch, Freunde. Let's go. Oh mein Gott, Freunde. Okay, zweite Runde ging an Stani bei der ersten. Ich hatte gerade voll Traktionsprobleme am Anfang. Aber man muss halt auch ehrlich sagen, Freunde,
Stani hat fast 100 PS mehr und hat halt, Freunde, es ist ein Lamborghini STO, ein Huracan. Ich glaube, krasser geht's überhaupt nicht, deswegen GG's. Aber mir war schon klar, dass ich keine Chance habe, aber Bro, einfach brutal. Aber der Bruder hat gut mitgehalten. 3, 2, 1, go! Ja, und tschüss! So, Freunde, wir sind jetzt durch hier beim Fahrsicherheitszentrum. Wir haben den ganzen Tag getriftet, wirklich die ganzen Jungs sind hinten auch noch am Start. An der Stelle geht wirklich mal ein riesen Kuss raus, Freunde, ans Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring. Es war ein absolut geiler Tag und falls ihr mal generell einfach besser werden wollt im Autofahren, weil glaubt mir, so ein Training macht so krass Sinn, wenn man mal ins Schleudern kommt, jetzt nicht nur driften, aber wenn man mal ins Schleudern kommt, wie man reagiert, dies und das, das könnt ihr alles lernen und wirklich, ich kann das jedem Autofahrer nur ans Herz legen. Aber natürlich auch, wenn ihr driften lernen wollt, dann kommt auch hier ein Freund, deswegen wirklich Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank, dass wir vorbeikommen konnten. Und Freunde, für uns geht es jetzt gleich noch weiter, denn wir fahren jetzt noch über den Nürburgring, Freunde, weil der ist ja auch direkt hier angrenzend. Ich selber traue mich da allerdings nicht drauf, Freunde. Ich glaube, Stani fährt mit dem Lambo auch nicht drauf. Aber Daniel wird uns gleich mal eine Runde mitnehmen im BMW M4, Freunde. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder und let's go. Okay, Freunde, weiter geht's. Wir haben jetzt hier einmal kurz geparkt. Wir sind jetzt genau an der Strecke. Stani sitzt gerade im Auto. Die fahren jetzt drauf. Freunde, es ist so heftig. Okay, let's go. Die fahren jetzt los. Wir gehen jetzt hier oben an die Strecke gucken, Freunde. Ganz berühmter Spot. Vielleicht kennt es der ein oder andere von euch. Da driften so ganz viele Autos immer von der Strecke ab. Toi, 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 dass das heute nicht passiert. Freunde, die sind schon weg. Jetzt geht's los. Und Abfahrt.